Einst war die Ferne Ort seiner Sehnsucht. Nach langen Aufenthalten im Ausland ist das Land Brandenburg Stefan Leonhards Kreativstätte. Die Natur, Vogelgezwitscher, rauschende Blätter einer uralten Linde und wild lebende Tiere, die sein Grundstück in Woltersdorf besuchen, lassen den gebürtigen Berliner entspannen. Hier lebt er seit 2013. Im frisch renovierten Atelierhaus kann sich der Maler auf Wesentliches konzentrieren. Ich suche ja nach Antworten in meinen Bildern. Ich versuche ja, was klarzustellen für mich, fürs Publikum oder für die Betrachter. Ich musste das erstmal alles irgendwie runterbrechen. Ich musste alles loswerden, so, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Also da musste die Farbe gehen, dann mussten irgendwie die großen Flächen gehen und am Ende sind Linien übrig geblieben. Grenzen verschwimmen auf Leonhards Bildern. Das Eindeutige weicht dem Unfassbaren. Die Motive des Malers suchen stets nach Dingen. Der im Zeichnen ausgebildete Meisterschüler Paco Knöllers hat über die Jahre hinweg viel ausprobiert. Von bunt besprühten Graffiti-Wänden mit Klebeband ist Leonhard nun zu gemalten Zeichen auf Leinwand übergegangen. Zeichnung, Malerei ist ja jetzt kein Geheimnis. Die Leute sollen ruhig sehen können, da ist ein Holzrahmen, da ist ein Stoff drauf, da ist ein Gewebe, da ist Farbe drauf. Da ist erstmal noch keine Mystifizierung am Werk, sondern die entsteht dann eigentlich erst mit den Dingen, die da drauf platziert werden. Ich möchte, dass es immer noch einen Aspekt gibt, den ich nicht zu 100% kontrollieren kann. Die Künste infizieren sich manchmal gegenseitig. Neben dem Werktisch experimentiert er am Keyboard und Synthesizer mit Tönen. Leonhard hat neben Gemälden und Zeichnungen viele eigene Sounds produziert, war Regisseur preisgekrönter Musikvideos. Meist rankt sich alles um ein Thema. Mit seinem auf reiner Baumwolle gemalten Bild, welches zur Serie »Ich sehe nicht, was du nicht siehst« gehört, gibt der Künstler nur wenige Orientierungspunkte und Zeichen als Pole vor. Dazwischen ein Spannungsfeld. Ein Spiel mit dem Spiel. Scheinbar kinderleicht. Also ich glaube, wenn man meine Bilder anschaut, dann muss man unbedingt ein bisschen mitmachen. Man muss ein bisschen eigene Fantasie mitbringen. Man muss das Gefühl haben, dass man diese Leerstellen auch besetzt. Dass man die Räume zwischen den Linien besetzt, dass man da mitgeht, wie sich die Linien entlangschlängeln, wie sie den Bildraum teilen. Leonhard bewegen viele Dinge, etwas auf Papier oder Leinwand zu bringen. Auch das Radio kann Inspiration sein, hoffnungserfüllt und situationsbeschreibend. Und plötzlich ist der Künstler mittendrin im Thema. Zukunft und Vergangenheit fangen an, sich miteinander zu verweben. Und Leonhard möchte Bilder antworten lassen.